Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Final Fantasy 2 am NES. Und ich bin schon gespannt. Es war gar nicht so leicht, das Game aufzutreiben. Gibt es irgendwie offiziell nur auf Japanisch? Dann gab es irgendwie eine Fan-Übersetzung für den Emulator. Und dann gab es irgendwie doch ein einziges Modul oder was auch immer. Also da gibt es einige Geschichten rund um dieses Game. Irgendwie haben sie es übersetzen wollen und dann irgendwie doch nicht übersetzt, weil der Viererteil irgendwie schnell übersetzt wurde oder was weiß ich. Wenn ihr euch da auskennt, haut es mir bitte gerne in die Kommentare. Aber jetzt geht's mal los mit Final Fantasy 2 am NES. Rob. Das ist mal der Rob. So, da. Start. Wie mache ich das Ende? Ende. Ende ist Punkte, Punkte. Gut, das ist der nächste. Das ist der gute alte Alko. So, wo haben wir denn da? So, da Grüße an der Stelle an den Alko, falls er das jemals sehen sollte, wer weiß. Wer kommt als nächstes? Der Martin, der mich immer mal wieder anruft während dem Let's Playen. Martin. Wobei, ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen, das muss dann natürlich die. Das ist die. Die Eudenis. Die Eudenis. Ja, die Eudenis. So, dann, wir haben dann noch. Das ist der Opa. Der Opa ist auch wieder dabei. Opa. Oh. Der gute alte Opa. So, da. Oder? Gut, wie geht's weiter? Alle da. Okay. Und es geht wie beim ersten Teil gleich mal wieder mit dem Kampf los. Oder? Alle kriegen auf die Mütze, alle sterben. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist es überhaupt der zweite Teil? Auf der Raum steht Teil 2. Ich hoffe, das stimmt. Einfach mal gescheit zuhören, Leute. Was macht ihr da? No damage, no damage. Ihr seid alle luschen. Daneben schießen auch noch. Na super. Die alte Nies. Ich bin leicht zu belustigen, ich weiß. Die alte Nies hat auch daneben geschossen. Das ist so ein Pech, aber. Gut, jetzt sind wir da. Ist er am Leben? Hoffen wir es doch. Hä? Wo bin ich? Alko? Heute? Nie? Opa? Heute nie sagt, du bist am Leben. Sehr gut, da freut sich die Eule nie. Ja, Alko freut sich auch, super. Alle da. Los geht's, Leute. Ah, die Grafik ist aber schon besser geworden. Irgendwie. So das mit der Tür auf und so. Sind jetzt leider ein paar Tage vergangen, seit ich den ersten Teil gespielt habe. Also habe ich nicht ganz den direkten Vergleich. Das tut mir ein bisschen leid. Würde mich interessieren, hat er sich mal durchgespielt von den Leuten, die zugesehen haben? Vielleicht gibt es ihn, der es durchgespielt hat. So, da reden wir mal der Prinzessin. Ja, zeig mir mal, was du hast. Nix. Okay. Lernen. Ich habe es gelernt. Nix.
Nix. Was ist mit ihm da? Ist das der bärtige alte Mann, oder was? Nur mit allen reden. War früher wichtig bei den Spielen. So da. Mit dir auch. So da. Auf geht's. Ab ins Abenteuer. So da. Da ist eine Schatztruhe. Können wir die öffnen vielleicht? So, was ich hier spiele, ist, glaube ich, eine Fan-Übersetzung. Aha, sehr gut. Schatztruhe hat sich ausgezahlt. Was macht er da mit den Händen? Schaut irgendwie seltsam aus. So, was ist mit dir? Die Schriftzeichen sind manchmal ein bisschen komisch, ich weiß nicht, woran das liegt. So, da. Nichts ist da, super. Aha, was ist mit ihm? Da kann man schlafen gehen. Da ist dann wieder so ein Brunnen. Da gibt es nichts. Mal ausrüsten die Leute vielleicht. Habe ich irgendwas zum Ausrüsten? Nicht wirklich. Aber Schwert habe ich. Haben die anderen auch was zum Kämpfen? Ja, die haben alle was zum Kämpfen. Das ist gut. Aber Schutzausrüstung brauche ich. Okay. Aber das haben wir hier. Hier gibt es Schutzausrüstung. Einmal Schutzausrüstung zum Mitnehmen, bitte. Ja, ich möchte das kaufen. Mal sowas. Ja. Mal schauen, ob ich das anlegen kann überhaupt. Aha, ja, also ich. Defense One. Na bitte. Ist ja schon mal was. Das kann ich auch gleich öfters kaufen. Für alle. Ja, noch eins und noch eins. So, danke. So, kriegen die jetzt da auch noch. So, da. Die alte. Die kriegt das auch. Ah, der hat das schon. Wieso hat das schon? Okay. Jetzt haben wir alle sowas an jetzt. Ja, also hätte ich mir einmal sparen können. Na super. Macht nichts, ich kann das Zeug auch wieder verkloppen, oder? Das da, bringt das was? So, da. Kann ich noch irgendwas kaufen? Was ist das? Schauen wir mal. Bringt das was? Habe ich schon Defense 2. Kann ich ihr das auch geben, der alte Nie? Ich werde es bis zum Schluss lustig finden. Tut mir leid. Ich bin manchmal ein bisschen einfach gestrickt. ja, ihr kann ich das auch geben. Und wie schaut es mit ihm aus? Wie schaut es mit dem Opa aus? Der Opa braucht das auch. Okay. Brauche ich noch zwei von diesen Armreifen? Da. Ich weiß auch nicht. So. Ja. Ja, sehr gut. Habe ich jetzt schon zwei gekauft? Weiß ich nicht. So, equipped. So, du kriegst jetzt hier dann Armreifen. Sehr gut. So, und du brauchst natürlich auch sowas. Auch der Opa braucht den Armreifen, ist doch klar. So, dann Axt. Was hat sie eigentlich für eine Waffe? Pfeil und Bogen.
Für den Kopf finde ich hier nichts. Für den Kopf kann ich nichts kaufen. Ein Schild, oder was ist das? Irgendwas aus Holz? Ich kaufe das einfach mal. Schauen wir mal. Und ausrüsten damit. Nein. Geht nicht. Ich habe schon ein Schild. Hätte ich vielleicht besser aufpassen sollen. Brauchst du vielleicht noch so ein Schild? Nein. Okay, das hat gesündet, aber es bringt nichts. Okay. Dann nimm dir sowas zum Heilen in die Hand. Schaut ja vielleicht nicht. So, Opa, was ist mit dir? Opa kriegt den Schild. Sehr gut. Ein Schild für den Opa. Ja, jetzt bin ich eigentlich ganz gut ausgerüstet. Kann man abspeichern da. Was steht da? Ich kann nicht speichern, ich muss rausgehen. Okay. Kann ich hier speichern? Nochmal, ich bin ja schon draußen, noch weiter raus. Okay, gehen wir noch weiter raus. Da gibt es ja jetzt noch Waffen. Schauen wir mal, ob es gibt noch irgendwie eine bessere Waffe für mich. Ich kaufe, es gibt kein Morgen, Leute, ich kenne nichts. Das ist ein bisschen zu teuer. Kann ich irgendwas verkaufen, dieses nice Schwert kaufen kann? Das hier. 250. Was ist das da? NLD. Habe ich sowas vielleicht schon mal kurz zu checken, ob ich sowas habe? Schwert. Nein, das wollte ich. Equip. Der Opa hat die Axt. Ich glaube, ich brauche sowas nicht, oder? Schauen wir mal, was soll's? Was kostet die Welt? Ja, damit. So, da. Das ist schlechter. Okay. Das ist ja Jammer. Kann ich dir sowas geben vielleicht? In die zweite Hand? Ja, die kann das nicht nehmen. Das habe ich schon befürchtet. Und der Opa hat eine gute alte Axt. Mit der ist er wahrscheinlich stärker als mit dem Schwert. Ja, das soll es nicht aus. Okay, das Schwert hätte ich mir echt sparen können. Soll's verkaufen, soll wieder. Ich weiß, es ist nicht so gescheit, aber es ist soll's. Ich probiere das Spiel nur aus, ich will es ja jetzt nicht durchspielen. Ich spiele ja jedes Spiel immer mindestens 10 Minuten. Und wenn es mir taugt, natürlich auch länger. So, da, wie komme ich da jetzt raus? Entschuldigung. Ich hätte hier gerne einen Exit von Morpheus. So, da ist es schon. Safe! Ja, Slot 1. Danke sehr. Okay, jetzt warte ich mal auf einen random Kampf und da ist er schon. Ja, das ging ja schnell. Okay. Jetzt mal alle immer feste drauf, Leute. Müsste eigentlich ganz gut ausgestattet sein. Gut ausgestattet. So, da. Was passiert da? Die Kämpfe haben sich jetzt nicht so stark geändert. Da ist einer vergiftet. Der Opa ist vergiftet. Da ist der Opa gerade der Starke von uns, glaube ich. 10 Damage? Naja, nicht schlecht, Rob. Opa hat daneben. Und die Alte nie. Was macht die? Geht schon, gib Gas. Ja, Opa hat drauf und weg ist das Zeug.
So, da. Ich sehe es immer noch vergiftet. Status. Sehe ich jetzt nicht, dass der vergiftet ist. Ich hoffe, der ist jetzt wieder gesund. Schauen wir mal. Mal darauf ein Stückchen. Vielleicht sollte ich mich nochmal heilen, vielleicht. Ich mache noch einen Kampf, dann gehe ich mich heilen und dann schaue ich rauf. Das ist vielleicht eine ganz gute Strategie. Ein bisschen leveln muss man, glaube ich. Also, das ist durchaus ein grindlastiges Game hier. Daneben. Jawohl. Und Eudeni. Nix. Was ist los mit Eudeni? Eudeni, was für ein Name, die muss ich immer merken. Ich glaube, das wird jetzt öfters vorkommen. Ansonsten, für coole Spielernamen immer gerne zu haben, ab in die Kommentare damit und beim nächsten Mal gibt es dann, was auch immer euch so einfällt. Muss nicht immer den Rob nehmen. Ich bin jetzt nicht so blöd. Oh, die Eule nicht hat getroffen. Nein, nicht schlecht. Da freut sie sich. Sondern war kein Level Up hier, glaube ich. Ja. So, dann mal reingehen und kurz mal auf die Matratze legen. Oder da, wo ist da? Ist es die Einschläferungsstätte? Guten Tag. Ne, Frau, einmal schlafen bitte. Das habe ich gar nicht geschaut, was kostet hat, aber egal. So, guten Morgen, weiter geht's. So, na, wo sind wir da? Haben wir jetzt wieder alle volle Power? Na klar, wo? So, dann, wir gehen jetzt da an die Brücke rauf. Können wir nichts. Zuerst nach rechts schauen. Boah. Uiuiui, stärkere Gegner sehe ich da schon. Ob ich die besiege, wird sich gleich zeigen. Heute nie. Macht mal 6 Damage. Und der Opa hat daneben. Schlecht, oh. Ich auch daneben. Opa nochmal. Nochmal daneben. Opa, was ist los mit dir? Aber Opa ist gleich immer noch vergiftet, oder? Oder schon wieder? Und da schaut er einfach generell ein bisschen anders aus. So, da. Bats. Weg ist er. Na komm, Opa, was ist los mit dir? Der haut ja nur noch daneben. So, da, heute nie. Nix. Ah, er ist weglaufen. Eh besser für euch. So, da. Ich so, nix. Opa, nix. Opa, nix. Wie schwer kann ein Treffen sein, Leute? Und Miss. Leute, kommt's. Einmal getroffen. Eudeni haut daneben. Sehr gut. Victory! So. Und Levelaufstieg? Irgendwas? Nichts. Okay, da geht's nicht weiter. Mist. Darüber. Kann ich durch den Wald gehen? Ja, ich kann durch den Wald gehen. Die schauen irgendwie böse aus, Leute. Einfach immer feste drauf ist die Devise. So, der Eudeni haut daneben, super. Opa, haut auch daneben. Und ich. Naja, Rob trifft. Wie kann es denn auch anders sein? Wie im wahren Leben, jeder Schuss ein Treffer. Für Mann. Ja, es ist spät, lasst mich ruhig ein bisschen Blödsinn reden, okay? Um die Uhrzeit darf man schon ein bisschen Schwachfuhr reden, war ein langer Tag. Ja, obwohl es ein Sonntag war, ich weiß. Aber auch Sonntage können lang sein, wenn man ein krankes Kind zu Hause hat. So, dann. Ja, nichts Tragisches, nur Halsweh und so, eh schon wissen. Geht's da weiter?
Was ist da? Was zum Geier? Kommt da jetzt der fliegende Holländer daher oder was? Kommt schon. Vorfahren. Jawohl, so gefällt mir das. Und gleich nochmal Opa. Opa hat daneben. Die alte Knie hat auch daneben. Kommt schon. Alte Knie hat getroffen, aber leider viel zu schwach. So, wenn Opa mal trifft, zerbricht gleich alles. Wie heißt man mit dem Levelaufstieg, Leute? Ich weiß nicht, gibt es da keinen Levelaufstieg? Jetzt müssen wir mal schauen. Status, was ist da los? Wäre nicht so richtig schlau draus. Was muss ich machen für den Levelaufstieg hier? Ui, das ist ein Haus. Da muss ich reinschauen. Vielleicht gibt es ja was gratis. Nehmen wir mal. Oder. Geht schon. Ah, einer flüchtet, sehr gut. Die hat die heute nicht gesehen und ich dachte, das tue ich mir nicht an. Weil sie so einen starken Pfeil und Bogen hat, natürlich, Leute. Was denkt ihr schon wieder? Die ist sicher so, richtig super. Die haut drauf mit dem Pfeil und Bogen. Da lebt nichts mehr. So, schauen wir da weiter. Was ist da? Ein kleines Dorf. Da gibt es wieder was zum Schlafen. Da gibt es wieder den Schwertshop 24. Den Schildshop 24. Und den Dialogshop 24. Ah, eine Statue. Kannst du mich heilen vielleicht? Erinnert mich so wie ein bisschen an Siegfried of Mana, diese Statue im Wassertempel. Nö, das ist sie wohl nicht. Aber irgendwie kriege ich jetzt Lust auf Siegfried of Mana, ich weiß auch nicht. Ja, Siegfried of Mana sollte ich wieder mal spielen, das ist ein super Game. Okay, das war's, gehen wir weiter. Jetzt kommen wir sicher gleich so, ich bin so weit weg, dass ich sicher gleich so starke Gegner kriege. Ich hätte vielleicht doch noch eine Runde schlafen sollen. Ich weiß nicht, wie viel Geld habe ich eigentlich. Habe ich gar nicht nachgesehen. Sollte ich mal schauen vielleicht. Ja, tschüss. Nächster. Opa, jetzt triff auch mal was Gescheites. Treffen habe ich gesagt, nicht an niemanden. Okay, wegrennen ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Kann man das heutzutage noch spielen, Final Fantasy 2? Ich denke schon, aber ich würde es jetzt vielleicht nicht am NES spielen. Ich glaube, das ist besser, wenn man das Remake auf der PS1 spielt oder so. Ich glaube, da hat man vielleicht mehr. Da gibt es ja etliche Remakes, glaube ich, davon. Ich glaube, das ist besser. Ja, Entschuldigung übrigens, ich habe kein Cover gefunden für Zelda 2 am NES, deswegen habe ich jetzt das hier genommen. Also verzeiht mir das bitte. Ist eigentlich selten, dass ich kein Cover finde, kein passendes, aber ab und zu passiert es dann schon. Also gerade bei Final Fantasy passiert, ist natürlich verwunderlich, aber ist halt kein regulär englisches Spiel gewesen. Beziehungsweise gab es da irgendwie nur ein Modul oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also wenn ihr diese Geschichte versteht, mit was mit Final Fantasy 2 am NES da so los war, warum das dann nicht auf Englisch erschienen ist und warum dann doch oder so, dann gerne in die Kommentare oder auch gerne einen Link zu einem halbwegs verständlichen Blogartikel. Gerne. Ist gerne gesehen. Ich lerne ja gerne was dazu. Und es ist jetzt nicht so, dass ich vor jedem Let's Play hier die Geschichte durchwälze. Das mache ich nicht. Das überlasse ich anderen Leuten. Ich spiele einfach nur alle und analysiere ein bisschen das Gameplay. Und das finde ich hier nicht ganz so prickelnd, muss ich sagen. Mir fehlt hier ein bisschen die Kommunikation, ob ich hier und wann ich hier... Ah, ich steige gerade auf. Okay, bin ich jetzt aufgestiegen? Es scheint, als wäre ich hier aufgestiegen jetzt. Gerade wo ich mich beklage. Okay. Was hat denn Opa? Ja, aber irgendwie fehlt mir so die klare Aussage, du bist Level so und so viel.
das hat den Grund, wird, das ist den Wert jetzt. Also das muss ich hier ein bisschen anprangern. Kann ich hier irgendwas an Magic eigentlich machen? Nope, schaut schlecht aus. So, dann. Ich sehe hier noch Platz im Menü übrigens. Das heißt, kriege ich da dann irgendwann noch einen vierten Charakter dazu? Schaut, sieht mir fast so aus. Eingerostet heute schon. So, da. Immer fest drauf und schauen wir mal, wie lange zocke ich das eigentlich schon wieder hier. Mal kurz einen Blick auf die Record Time. 25 Minuten, okay. Damit habe ich jetzt wieder nicht gerechnet. Spricht dafür, dass es ein gutes Game ist, wenn ich nicht auf die Uhr schaue so lange. 25 Minuten, ne? Ein bisschen geht noch, ein bisschen geht noch. Ich möchte noch kurz rauf und rechts schauen, da war doch irgendwas. Wenn ich bis dahin nicht tot bin, was ist das wieder mit diesem fliegenden Holländer da? Wo kommen dann immer so komische, diese 0815 Gegner, wenn er kommt? Da habe ich wohl irgendwas bei der Story überlesen. Sorry. Oder könnt ihr mal ein bisschen draufhauen, damit ich da weitergehen kann? Es ist ein bisschen zart. Also die Kämpfe sind schon ein bisschen zart. Wird wahrscheinlich später noch besser, wenn man einen Zauber hat und weiß, welcher Zauber für welchen Gegner besser ist und so. Dann macht sicher noch mehr Spaß, aber so, naja. Ist am Anfang ein bisschen schwer. So, ja, was gibt's noch zu erzählen? Ja, ich kann nicht ganz so lang zocken heute, weil ich habe heute noch eine Verabredung zum Fortnite-Spielen. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, eine Runde Fortnite. Und wenn das nicht so... Ja, auch ich spiele Fortnite, obwohl ich gerne NES-Spiele spiele, aber eine Runde Fortnite im Multiplayer mit einem Kumpel ist einfach nicht zu verachten. Macht Spaß, Leute. Falls das irgendjemand hier noch nicht gespielt hat, ich kann es mir nicht vorstellen, dann eine Runde Fortnite spielen mit einem Kumpel. Macht Sinn. Kann man viel quatschen dabei, weil es nicht so ein schnelles Spiel ist. Und uiuiuiuiui. Ich glaube, der wird mich jetzt ordentlich platt machen. Ja, der wird mich jetzt fix splitten. Die Eudenie ist schon aus. Die hat er schon gut mit dem Schwert getroffen. Das ist ein kinderfreundlicher Podcast, Leute. Podcast, Let's Play. Rein da. Oder. Die Maxen sind ident mit dem anderen. Ah, aber hier gibt es noch einen Shop, den ich noch nicht kenne. Was gibt es hier zu kaufen? Ah, jede Menge Zeug. Aber ich habe urwenig Geld. 125? Das ganze Fighten hat nichts gebracht. Wie kriegt man denn Dental Kohle, wenn man es nicht bekommt durch Gegner? Aha, was ist da jetzt los? Diese Statue. Also da stimmt irgendwas mit der Übersetzung teilweise schon nicht, also naja. Oder das kann doch kein Mensch lesen, was soll das? Ist jetzt auch nicht viel besseres japanisches Schriftzeichen, oder? Naja. Gut, ja, das war Final Fantasy 2 am NES und ich kann nur sagen, Leute, zockt es vielleicht nicht am NES, zockt es irgendwo anders, das Spiel gibt es als Remake auf diversen Plattformen, zieht es euch dort bitte rein, muss nicht unbedingt am NES sein. Ja, ansonsten Kommentare zum Game bitte gerne, natürlich auch immer gern gesehen, so ein Däumchen nach oben, dann freue ich mich. Und ansonsten abonnieren da unten natürlich, abonnieren, dann bekommt ihr jeden Tag ein neues NES-Video in eurer Postfach und da drüben könnt ihr gleich weiterschauen.
Ich habe nämlich schon jede Menge NES-Games gezockt. Also, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.